Ich habe eine E-Mail von Sandra bekommen und sie fragt sich, wie sie, beziehungsweise fragt sie mich, wie sie ihren Lieblingsfarbton Potter's Pink mit Aquarellfarben selbst anmischen kann. Und das wollen wir uns heute mal anschauen. Ich werde mal versuchen, mit welchen Farben ich diesen Aquarellton imitieren kann. Los geht's. Potter's Pink ist ein schöner neutraler Roséton, den wir übrigens auch gerade für die neue Anleitung für diese Passionsblume im Mitgliederbereich verwenden. Und auch hier für dieses Studienblatt habe ich Potter's Pink in Kombination mit anderen Farbtönen genutzt. Und jetzt probieren wir mal aus und schauen wir mal, wie wir diesen Farbton nachempfinden können. Hier habe ich das übrigens schon mal ausprobiert und da sieht man, dass ich mit meinen ersten beiden Ideen auch schon genau im Ziel war und gar nicht weiter rum experimentieren musste. So sieht der Farbton jetzt aus, wenn ich ihn hier direkt aus der Tube vermale und ich helle ihn noch mal ein bisschen mit Wasser auf. Und als allererstes versuche ich jetzt mal mit Quinacridone Red, also einem schönen Rotton, der auch relativ neutral ist, aber so ein bisschen mehr ins Rosé geht. Damit versuche ich jetzt mal den Ton nachzuempfinden. Und wenn ich mir das Potter's Pink anschaue, dann hat das so einen leichten Aubergine-Touch. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie erstmal so ein bisschen in eine Richtung von einem Violett-Aubergine kommen. Und dazu nehme ich jetzt einen neutralen Ton. Zum Beispiel jetzt hier in meinem Fall das Payne's Grey und dunkle das Ganze jetzt mal ab, damit ich eben, wie gesagt, jetzt hier erstmal in ein Violett komme. Und der Unterschied von einem Violett zu einem Aubergine-Ton ist, dass Aubergine eben nicht ganz so kühl wirkt wie ein Violett, sondern wesentlich wärmer. Also brauche ich jetzt die dritte Grundfarbe. Wir haben also ein Rot, ein Blau und jetzt brauche ich noch ein Gelb. Das heißt, ich nehme mir jetzt hier eine Spur von einem Cadmiumgelb dazu und da jetzt nicht zu viel nehmen, sondern wirklich sparsam arbeiten, damit wir uns jetzt langsam hier dem Ton annähern können. Und ich glaube, jetzt kommen wir so langsam hier in die Richtung. Ich setze den mal daneben, damit wir es besser vergleichen können. Es war jetzt schon eine Spur zu viel von dem Gelb drin. Also machen wir das Ganze nochmal. Ist jetzt ein bisschen zu braunstichig geworden. Ich hoffe, du kannst das auch erkennen. Und das sind wirklich schöne Übungen, wo man seinen Blick für Farben schulen kann und das Ganze trainieren kann. Also ich starte jetzt wieder mit Rot und Blau, in dem Fall Quinacridone Red und Payne's Grey. Und dann gebe ich jetzt noch mal eine Spur hier von dem Gelb dazu. Und mal gucken, ob wir jetzt schon ein bisschen näher dran sind. Es kann sogar noch eine Spur mehr Blau vertragen. Und damit haben wir jetzt eine schöne Alternative, selbst gemischt zu Potter's Pink. Je nachdem, wie wir das Ganze gewichten, können wir den Farbton immer noch mal ein bisschen mehr abstimmen. Man kann das Ganze auch mit einem eher mehr Magenta-Ton ausprobieren. Das ist jetzt hier ein reines Magenta. Das ist jetzt mal eine Farbe von Blox. Das ist jetzt hier Quinacridone Magenta von Blox. Und auch da gebe ich jetzt mal eine Spur von dem Payne's Grey rein, um erstmal wieder in Violett zu kommen. Und dann eine Spur Gelb. Vielleicht noch einen kleinen Tick mehr Rot in dem Fall. Und auch damit haben wir jetzt eine schöne Alternative zu unserem Potter's Pink. Ich hoffe, dass ich dir mit diesem Farb-Quick-Tipp weiterhelfen konnte. Und wenn du auch eine Frage hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail oder lass es mich hier in den Kommentaren unter dem YouTube-Video wissen. Dann mache ich gerne auch mal einen kleinen Quick-Tipp für dich in der Hoffnung, dass ich dir weiterhelfen kann. Bunte Grüße und viel Spaß, Christine.